Zeit auf 750 Euro pro Woche. Dann ziehen wir uns aus und bei 1000 reite ich auf ihn. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer. Es ist Samstag, der 12.05.2018 und ich fühle mich gerade ein bisschen wie ein Buschbrand, den man mit einem Schraubenzieher gelöscht hat. Das könnte eventuell an diesen Szenen von gestern Abend liegen. Auf, Sabi! Oder daran, dass ich neben diesen beiden Sägewerken gepennt habe. Wir gehen heute zur RPC. Ich würde sagen, ich nehme euch ein bisschen mit dahin. So, mittlerweile ein paar Stunden später. Ich leite jetzt gerade das Video von dem Samstag hoch. Phil macht ja schon gerade den Druck. Der sitzt nämlich hier drüben am Fenster. Phil, warum bist du denn in der Küche am Fenster? Weil kein anderen Sitzplatz gibt. So, wir laden mal eben schnell hoch und wir sind gleich da. Keine Sorge. Das ist total dumm, dass ich das sage, dass wir gleich da sind, weil die sehen das so eh erst, wenn es vorbei ist. Aber es passiert trotzdem. Ja. Braucht die Scheiße am Ende nicht mehr wahrscheinlich. Also, bei so einer Arbeit als YouTuber, da kommt es mal vor, dass es ein bisschen zu viel wird und man sich immer übernimmt. Deswegen habe ich mir einen Double engagiert. Das hier ist die Jasmin. Jasmin. Ja. Du bist jetzt Master Jam. Ja. Hier, du vloggst jetzt. Viel Spaß! Gut! Also, wir sind hier gerade auf der RPC, ist ein bisschen voll, aber es geht eigentlich. Und ja, genau, ich bin dieses Jahr leider nicht am Rock am Ring, also weil ich dieses Jahr aufs Toten Hosen Konzert gehe. Und ja, was wir schon mal gesagt haben, weil ich das sehr, sehr oft täglich gefragt werde. Und ja, was kann ich noch erzählen? Eigentlich nichts. Immer diese dreckigen YouTuber, die sich überall, aber auch nur überall vordrängeln müssen. Ist Master Jam eigentlich mehr Rock am Ring? Ja. Ich glaube, der hat ja gesagt, oder? Ja. Gut. Alter! Oh mein Gott! Schieß ihm in die Eier! Ja, liebe Leute, das war der Samstag auf der RPC. Denkt daran, einen Daumen hoch zu geben und meinen scheiß Kanal zu abonnieren. Genau. Und wir beide sind in 2 Wochen, glaube ich, auf dem Japan-Tag. Und mir fällt gerade absolut nicht ein, was man dieses Jahr umarmen könnte. Vor 2 Jahren waren es ja irgendwelche Menschen, letztes Jahr war es der Dodo. Und dieses Jahr sind wir beide zusammen da. Aber was können wir machen? Wenn ihr Ideen habt, schreibt sie unten in die Kommentare. Ja.